Kundgebung hier in Dresden, der Hauptstadt des Widerstands. Herzlich willkommen alle, die heute gekommen sind, und ich sehe von hier aus, der Platz ist voll und es kommen hinten immer noch welche daher. Aber dieser Gruß geht auch an den Livestream und die Zuschauer zu Hause, die es nicht geschafft haben, hierher zu kommen und doch irgendwie dabei sein wollen. Wir sind erreichbar unter livestream.pegida.de oder www.pegida.de. Dazu noch in der Live-Übertragung auf allen unseren Pegida-Facebook-Seiten. Guten Abend. Ich eröffne hiermit die 144. Pegida-Kundgebung auf dem Wiener Platz. Und wie immer gibt es erst einmal die Versammlungsauflagen mit der Rest, wie immer der Hinweis, dass es eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wenn Dienst- oder Bundesdienstflaggen Deutschlands, wenn Flaggen mitgeführt werden, die Dienst- oder Bundesdienstflaggen Deutschlands ähneln oder hoheitliche Wappen oder Wappenteile beinhalten. Und dazu gehört auch das Stadtwappen Dresdens. Ja, Hilbert hat sich die Tage gefreut. Ihm wurde ein Fördermittelbescheid über 2,5 Millionen Euro zugestellt. Damit soll die Stahlfachwerkbrücke, über die der Elbe-Radweg läuft, saniert werden. Die Stimmung im Rathaus wurde an diesem Tag noch besser. Denn er bekam gleich noch einmal 1,1 Millionen Fördermittel für den Ausbau der Bergstraße in Weißig. Alle Weißiger können sich jetzt freuen. Es ist ein einmaliger Geldsegen von 3,6 Millionen Euro, der offenbar dringend gebraucht wird und vom Freistaat zur Verfügung gestellt wird. Und das ist übrigens genau die Summe, die die Stadt Dresden pro Monat ausgibt, um Asylanten zu versorgen. Es ist euer Geld, es ist eure Stadt, lasst euch also nicht länger verarschen und kommt am Montag hierher. Ja. Ich fasse mich für heute kurz, wir haben klasse Redner, die zu euch sprechen wollen, aber ich komme nicht drum rum, mich in das Elend unseres Innen- und Heimatministers Drehhofer hineinzuversetzen. In Berlin läuft er zurzeit herum wie Falschgeld. Irgendwie erinnert er mich an die Zeit um 2008, wo er sich schließlich als Blind- und Fremdgänger nach Bayern zurückzog, nachdem er sich damals christlich-sozial von seinem Spusi Annette Fröhlich und seiner unehelichen Tochter in Berlin getrennt hat. Wir brauchen uns aber nichts vormachen. Seine Ex-Affäre ist nicht der Grund, warum er wieder nach Berlin zurück ist. Es geht ihm einzig und allein um die anstehende Wahl in Bayern. Und wenn das nichts wird, kann er wahrscheinlich gleich in Berlin bleiben. Und der bayerische Löwe hat ja schon gebrüllt. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, hat er sich getraut zu sagen. Ob er dafür einige Nächte im Keller des Kanzleramtes zugebracht hat, ist natürlich nicht bekannt. Aber nicht nur er weiß. Die Aufnahmezentren in Erding und Fürstenfeldbruck sind nicht mehr kontrollierbar. Afrikanische, islamische Zuwanderer aus Italien fluten gerade Bayern. Momentan gibt es in Bayern 500 illegale Grenzübertritte. Pro Tag. Wir sollten davon nichts wissen. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Mayer hat es aber ausgeplaudert. Dieses Interview vom 1. März wurde natürlich nicht groß verbreitet. Wir haben aber einen Ausschnitt vorliegen. Hört selber rein. Dann gäbe es die Möglichkeit, diese Person an der Außengrenze zurückzuweisen. Das wäre aus meiner Sicht ein sehr sinnvolles Mittel, um zu verhindern, dass weiterhin doch jeden Tag annähernd 500 illegale Migranten in unser Land kommen. Das ist die Größenordnung, von der Sie sprechen, 500 am Tag?
Das war zumindest so in den letzten Monaten der Schnitt. Das kam so in den letzten Monaten mit ganz kleinen Abweichungen jeweils so ungefähr 15.000 illegale Migranten nach Deutschland, also so am Tag ungefähr 500. Sagt Stefan Meyer, CSU-Bundestagsabgeordneter und designierter Unionsobmann im Untersuchungsausschuss zum Fall Andi, der heute voraussichtlich vom Bundestag eingesetzt wird. Ja. Abschieben! 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 Also, zu den 220.000 kommen so, also nochmal gut 180.000 dazu. Und übrigens, mit diesen Zahlen liegen wir voll im Plan. Um die 63.000 Asylanträge wurden in diesem Jahr schon wieder gestellt. Die genauen Zahlen legt das BAMF diese Woche vor. Und wir merken es ja selber. Wir sehen die Zunahme von Afrikanern doch in unseren Städten. Wir sind doch nicht blind und sehr wohl in der Lage, einen Schwarzen von einem Weißen zu unterscheiden. Und um die Bevölkerung und seine Landsleute vor allem ruhig zu stellen, spricht Drehhofer aber von Abschiebezentren und natürlich werden die als erstes in Bayern eingerichtet. Manching oder Bamberg sind im Gespräch. Und alles soll besser werden. Die Justiz und die Polizei soll gestärkt werden. Nur, das Personal fehlt. Ganz im Gegenteil, die Gewerkschaft der Polizei lehnt einen Einsatz in den geplanten Abschiebezentren sogar ab. Die Polizei soll um 15.000 Mann aufgestockt werden. Seit 2013 stieg die Anzahl der Polizisten im Bundesgebiet von 298.700 auf ca. 303.000. Also nicht einmal um 5.000. Wo zum Teufel sollen jetzt plötzlich die 15.000 herkommen? Augen auf bei der Berufswahl. Meinen allerhöchsten Respekt den Beamten, die ihren Job verdammt gut machen. Aber diese Verräter der Politik hat es geschafft, dass aus verdächtig guten Jobs verdächtig gefährliche Jobs wurden. Und so wird Drehhofer ein Opfer seiner eigenen Politik. In der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015 war er eingeschnappt, weil die Kanzlerin statt zum 100. Geburtstag von Franz Josef Strauß sich im Münchner Vorort Garching lieber mit Wissenschaftlern getroffen hat. Er ist beleidigt in sein Wochenendhaus bei Ingolstadt gefahren, hat sein Handy ausgemacht, Eisenbahn gespielt, während die Grenzen aufgemacht wurden. Und das, was er damals als Ministerpräsident nicht verhindert hat, will er heute richten? Die Verlegenheitskoalition ist lange genug im Amt, sodass man schon erste Erfolge vorweisen könnte, ja eigentlich müsste. Aber außer viel Geschwafel, was man tun will, ist nichts passiert. Abschiebungen in nennenswerten Zahlen finden faktisch nicht statt. Obwohl der Heißluftminister schon Anfang März den Masterplan für schnellere und konsequentere Abschiebungen angekündigt hat. Sogar Dobrindt hat sich schon über die Anti-Abschiebeindustrie ausgelassen. Bloß es passiert halt nichts und die Grenzen sind durchlässig wie eh und je. Besser gesagt, eine Grenzsicherung findet nicht statt. Dazu haben wir heute Mittag 4 Videos verschiedener Grenzübergänge in Bayern geteilt, die gestern Nachmittag aufgenommen wurden. Keine Kontrolle, nicht ein einziger Grenzbeamter war zu sehen. Vielleicht wäre es einfach besser, Drehhofer zieht sich wieder zurück in sein Wochenendhaus und spielt dort Eisenbahn, denn dann steht er wenigstens denen nicht im Weg, die dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen wollen. Des Bundestags für die Fraktion der AfD, Professor Dr. Heiko Hessenkämper. Bitte zu mir auf die Bühne.